Okay, liebe Leute. Okay. Vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht. Ich habe ein klein bisschen Glück. Meine Hand tut mir immer noch furchtbar weh. Ich werde versuchen, mit Konzentration und Qualitätstreffern ihn niederzuringen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Ich muss mich konzentrieren, deswegen bin ich... vielleicht ein wenig... Okay, das war schon hier. Fail ohne Ende. Ah, super. Super, in dem ganzen Versuch vorhin springt er auf Höhen herum, wo ich es durch... wie heißt es? Durch Versuchen von Rutsch angelegt. Ich krieg's nicht mehr hin. Aufnahme läuft und schon läuft alles. Da kann ich doch nicht mehr ausweichen, mein Gott. Es funktioniert gar nichts mehr. Vielleicht liegt es daran, dass ich rede. Eben lief es so gut. Eben lief es so gut. Ich hatte zwischenzeitlich sogar die Vermutung aufgestellt, dass ich seinen Superangriffen durch Rutschen generell entgehen kann. Weil er die auch auf unteren Höhen machte vorhin. Und ich mit Sliden runter und weg geslidet bin. Aber nein, anscheinend nicht. Aber ich werde es darauf anlegen, dass ich ihn mit Hilfe von aufgeladenen Treffern bei solchen Manövern vielleicht... Da, jetzt kommt er wieder von unten. Genau, der Potsau. So, und das kriegen wir hin. Okay. Nein, verschwinden. Sonst verschwinden und da sowas machen. Genau, genau. Ui, genau. Das geht. Ich hatte ihn eben sogar schon mal ziemlich niedergeschossen. Wenn man so will, das meine ich. Auf der Höhe hat er das durchgezogen. Jetzt kommt der. Ach, den soll ich wirklich kaputt schießen. Damit. Super! Wie soll ich da noch reagieren, ey? Das ist so deprimierend. Das ist so deprimierend. Eben lief es so gut. Ich habe es zwar nicht geschafft, aber hey, es lief gut. Okay, jetzt, genau, gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, da kann ich, ja, da kann ich echt super drauf reagieren. Wenn ich gerade in der Luft drin bin und darüber hinwegspringe, er dann auftaucht und dann direkt ein Manöver macht, der mich direkt in der Luft erwischt. Also, ich rede sehr ungern von unfair, aber diese Manöver, also es ist ein Gegner, wo die Manöver nicht aufeinander so weit abgestimmt sind, dass man sagen kann, hey, ich habe in jedem Moment eine Chance, irgendwie, eine Chance, hier lebend durchzukommen, weil ich immer noch rechtzeitig reagieren kann. Das ist nämlich einfach nicht der Fall. Leider. Habe ich zumindest das Gefühl. Ich meine, da kann mal jemand... Shit. Was, gerne was anderes sagen. Boah, danke, dass ich da durchgekommen bin. Ui. Oh, das ist so ein in letzter Minute Angriff. Dieses Ding hier, das ist irgendwie schwierig auszumachen. Okay, das ist einfacher. Nein, jawohl. Bitte. Oh, danke. Also, mir ist jedenfalls überhaupt nicht... Shit. Bekannt, wie ich da ausweichen soll. Okay, da komme ich. Das meine ich. Das sind so Situationen, wo ich mir dann denke, das ist generell schwierig, da irgendwie shit, da noch irgendwas zu dran zu deichs. Ich hasse diesen Angriff. So, da. Okay. Okay, das kriegen wir noch hin. Da kann ich drauf ausweichen. Den kriege ich noch einen reingebrezelt. Okay. Nein. Und. Oh, shit. Der kam jetzt genau auf die falsche Höhe. Der kam jetzt genau auf die richtige Höhe. Der Dito. Oh, da habe ich gerade Doppelschwein gehabt. Da habe ich gerade. Super. Das ist wieder so eine Situation, wo ich. Bitte lass mich nicht sterben. Oh nein, falsche Richtung. Uah. Das ist so ein Moment, wo ich jetzt am liebsten Energietank verbraten würde, liebe Zuschauer. Wow. Und einer noch? Nein. Bitte triff. Bitte. Yes! Wow! Wow! Bitte lass es das gewesen sein. Keine zweite Phase. Hättest du schon so viele Lebenspunkte. Oh. Oder kommt jetzt noch Saget hinterher? Und danach noch eine Phase? Oder ist es vorbei? Es ist vorbei? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Danke. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Es ist vorbei. Oh. Was hab ich jetzt eigentlich verpasst? Also Akuma gibt's noch.
Ich weiß nicht, ob ich gerade noch die Motivation habe oder in Zukunft da noch weiterzumachen. Mir fehlt Saget, wenn ich ehrlich sein soll. Der fehlt wirklich. Gibt's den oder muss man für den auch irgendeine besondere Bedingung erfüllen, dass der irgendwie kommt? Ich meine, zumindest im Original Street Fighter 2 Turbo, das einzige Street Fighter Spiel, was ich gespielt habe, gab's 4 Endgegner. Das waren der Balrog, also der Boxer. Das war der Vega, der mit den Wolverine-Armklauen, den am Zaun, möchten gerade Zaun. Oh Gott sei Dank, ich habe hier eine Flasche Wasser neben mir stehen. Und das war, wie heißt es, Saget. Ich weiß auch genau, dass im Büchlein stand, dass Saget irgendwie als einziger gegen Ryu verloren hat und der deswegen super toll gegen Ryu am Trainieren war und er die ganze Zeit mit seinem Tiger, 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 Uppercut, Tiger, Tiger. Ich frag mich, ob der auch abends so im Bett ist. Tiger, 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 Uppercut. Okay, lassen wir das. Ich muss einen trinken. Also, ich vermute gerade, dass ich irgendwie Saget übersehen habe. Keine Ahnung. Er würde ja quasi noch als Endboss in die Return of the Great Eight Stage passen, aber dann lieber kein Saget. Nein! Nein! Also diese 8 am Stück umzubringen. Buster only? Nur mit den Leben, die mir zur Verfügung stehen? Boah, das Schlimme ist, ich habe jetzt ja noch einmal die Stage mit Balrog, Vega durchgespielt und bin dann so oft an den Great 8 wieder krepiert. Dann habe ich gedacht, oh ja, stellt sich mal in den Ring, lässt sich mal umbringen hier, weil ich habe schon Leben verloren, das bringt jetzt nichts mehr. Gehst du da mal einmal auf Klo? Scheiß Idee. Game over, continues runtergezählt, wieder im Menü. Was? Ich muss nochmal die Stages durchspielen und ich habe sie... Ist mir scheißegal, ob mir das glaubt oder nicht. Ich habe sie nochmal Buster-only gemacht. Ich habe Vega nochmal Buster-only gemacht. Ich habe alles in diesem Spiel bisher Buster-only gemacht. Blind! Auch wenn ich jetzt bei den Great 8 und bei Bison ein bisschen geübt habe. Beziehungsweise ich habe bei den Great 8 nicht mal geübt. Ich habe einfach nur aufgenommen und irgendwann die Aufnahmen in die Tonne geklopft, weil mein Kommentar nicht mehr ertragbar war, weil nichts mehr da war, weil ich einfach nur... oh mein Gott, ich bin ja eigentlich nur müde und... Ja. Ich beende ungerne Projekte, wenn sie nicht vollständig sind, aber scheiß drauf. Ich eventuell irgendwann mal, wenn ich noch mehr geübt habe, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich muss 4 Bosse am Stück perfekt schaffen, also nicht einen Gegentreffer landen. Vergesst es. Nee, das kriege ich nicht hin. Das sage ich euch so, wie es ist, das kriege ich nicht hin. Selbst wenn ich mir die 4 einfachsten Bosse... Selbst wenn ich mir Chun-Li packe. Nein! Selbst die kriege ich nicht unbedingt hin, nur, dass ich keinen Gegentreffer lande. Nein! Weiß nicht, wie andere das machen, guckt es euch woanders an. Nein, das tue ich mir nicht an. Schon gar nicht Buster Only. Also von daher, fertig, aus, Ende. Mehr. Ich habe euch das Spiel Buster Only gezeigt. Ich habe jeden Boss Buster Only bezwungen. Ich habe es jede Stage Buster Only bezwungen. Ich habe quasi jetzt die ganzen letzten Stages am Stück Buster Only gespielt. Über 1,5 Stunden oder 2 Stunden oder was es ist jetzt. Es ist jetzt 8 Uhr. Dann habe ich angefangen irgendwann um 6, glaube ich. Oder kurz nach 6. Ich brauche jetzt eine Pause. Ich finde das Spiel ja schön, aber Buster Only bei den schwierigen Bossen teilweise. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.